Hey Leute, ich habe ja gerade Deus Ex, Mankind Divided, fertig gespielt und ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder so ein, zwei oder drei Videos mit Tipps und Tricks zu diesem Spiel. Und als erstes möchte ich euch meine Augmentierungen vorstellen, die ich ausgerüstet habe, damit ich schleichend oder quasi im Stealth-Mode durch das Spiel komme. Viel Spaß dabei! Die Augmentierungen, die ihr jetzt gleich seht, das ist der Stand, wie ich ihn am Ende des Spieles dann hatte. Ich habe einige Augmentierungen gar nicht verwendet, manche bis zum Schluss aufgerüstet, aber welche ich jetzt als unbedingt notwendig ansehe, welche ich als ja, nice to have sehe, das erzähle ich euch jetzt gleich. Am Anfang des Spiels in der Mission in Prag werdet ihr wieder hergerichtet und habt dann etwa 9 Praxiskits zur Verfügung, wo ihr euch eure Anfangsausrüstung zusammenstellen könnt. Hier gebe ich euch jetzt ein paar Tipps, was am Anfang vielleicht ganz wichtig ist oder was ihr auch dann später ausbauen könnt. Ich spiele ja alles im Stealth-Mode, das heißt, ich verwende eigentlich nur nicht tödliche Waffen und versuche natürlich bei meiner Ausrüstung auch möglichst auf das Schleichen ausgerichtet zu sein. Die erste Ausrüstung, die betrifft den Kopf. Und zwar haben wir hier den Sozialoptimierer. Den hatte ich in Deus Ex Human Revolution nicht ausgerüstet, aber hier in Deus Ex Mankind Divided, da hilft er auf jeden Fall, weil viele Situationen kann ich da ohne Konfrontation und nur durch ein Gespräch lösen. Die braucht man aber wirklich erst nach so 3 oder 4 Missionen, dann ist die recht hilfreich. Am Anfang kommt man auch ganz gut so zurecht. Dann zum Hacken. Das Hacken ist wie in Deus Ex Human Revolution eigentlich ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Und ihr könnt hier einerseits die Terminals hacken oder Türschlösser, aber auch dann später auf Kameras zugreifen, auf Geschütze oder Roboter. Ich habe jetzt meinen Hackbaum auf der linken Seite nur bis Level 3 ausgebaut, weil es so viele Schlösser oder auch Türen nicht gibt, die Level 4 oder 5 haben. Und ich habe da dann ein Multitool verwendet. Das kann man kaufen oder auch selber zusammenbauen aus Teilen, die man irgendwo findet. Es lohnt sich auf jeden Fall, Safes, die mit einem Level 5 Schloss verschlossen sind, zu öffnen damit, weil man da drin auch wieder ganz interessante Dinge findet oder auch Waffen-Upgrades, die man dann wieder später verwenden kann. Manchmal findet man dann sogar wieder ein Multitool da drin, dann hat sich der ganze Aufwand eigentlich gelohnt. Bei Hacken verstärken weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon am Anfang ausgerüstet war. Jedenfalls habe ich das nur auf Level 1 hochgelevelt. Das reicht vollkommen aus. Man hat ja oder man findet immer wieder Software, mit denen man Knoten verstärken kann, wenn man die hackt. Deswegen ist hier die Augmentierung nicht unbedingt notwendig. Ich habe die durchgehend im ganzen Spiel auf Level 1 gelassen und hatte da eigentlich nie Probleme damit. Hacken, Tarnen habe ich bis zum höchsten Level ausgebaut, weil man die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung doch ziemlich runterschraubt und das hilft meiner Meinung nach ungemein. Hier sollte man ein paar Praxiskits investieren und das dann ein bisschen hochleveln. Der Infolink ist schon von Anfang an vorhanden, hier muss man weiter auch nichts hochrüsten. Der Stealth-Avatar, der ist auch schon bereits am Anfang vorhanden, also da müsst ihr auch nichts weiter tun. Die Leader-Markierung, die finde ich jetzt etwas überflüssig. Es gibt da andere Augmentierungen, mit denen man ebenfalls Gegner durch Wände sehen kann oder da verfolgen kann. Diese Augmentierung, die habe ich komplett weggelassen. Smart Vision halte ich jetzt zum Beispiel für eine sinnvolle Augmentierung. Die würde ich auf jeden Fall ausbauen. Damit erkennt er nämlich Öffnungen von Lüftungsschächten beispielsweise hinter Containern oder Kühlschränken oder Kopierern. Und ihr könnt auch eure Gegner durch Wände sehen und könnt auch sehen, wo die entlanglaufen. Die Retina-Prothese habe ich so gelassen, wie sie war. Das ist nämlich eigentlich nur die Anzeige für das HUD. Wenn man jetzt im Combat-Modus unterwegs ist, dann kann man hier vielleicht die Blitzunterdrückung, das ist die letzte Stufe, noch ausbauen. Damit vermeidet man nämlich die Blindheit bei Schockgranaten oder Schockminen der Gegner. Das Radarsystem, da würde ich unbedingt den mittleren Baum hier ausbauen. Die unterste Augmentierung, mit der kann man nämlich aktivieren, dass einem die Blickrichtung von Feinden und von Kameras angezeigt wird. Und das ist gerade als Schleicher unerlässlich, dass man da eben sieht, ob man eventuell gesehen werden kann oder eben auch nicht.
Dann zum Torso. Hier haben wir einmal das Gesundheitssystem. Das habe ich so gelassen, wie es war. Ich habe also hier nichts weiter aufgerüstet. Wer mag, kann natürlich da seine Gesundheit ein bisschen erhöhen. Fand ich aber nicht notwendig. Wenn man jetzt keine direkte Konfrontation sucht, hat man damit eigentlich auch keine Probleme. Und sollte einem unterwegs wirklich mal die Gesundheit ein bisschen runtergehen, dann findet man unterwegs immer wieder ein paar Gegenstände, also Hyperstims oder ähnliches, mit dem man die Gesundheit wieder ein bisschen pushen kann. Und deswegen ist meiner Meinung nach hier eine Hochrüstung für Schleicher jetzt nicht unbedingt erforderlich. So, hier sind wir jetzt im Energieumwandler. Einige Augmentierungen, die brauchen doch ein bisschen mehr Energie, wie zum Beispiel die Glasschildtarnung. Und deswegen habe ich hier die Batterien etwas hochgelevelt, damit ich mich mit der dann etwas länger unsichtbar machen kann, zum Beispiel. Die Lunge würde ich auch gleich am Anfang ausrüsten. Und zwar kann man da durch gasgeflutete Gänge oder Räume durchlaufen, ohne dass einem das was ausmacht. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man verschiedene Räume oder auch Gänge jetzt durchqueren will und da noch nach Gegenständen sucht oder Feinden ausweichen will. Wie gesagt, ich fand die Augmentierung auch in Human Revolution schon recht hilfreich. Deswegen habe ich mir die auch gleich am Anfang wieder geholt. Dann zu den Armen. Auf der linken Seite hier findet man eine Augmentierung, um Wände durchschlagen zu können. Das ist immer wieder interessant, weil man da neue Wege freischlagen kann oder neue Räume, in denen es interessante Gegenstände zu finden gibt. In der Mitte ganz unten sieht man eine verbesserte Muskulatur, das heißt, man kann schwerere Gegenstände heben. Diese Augmentierung habe ich auch am Anfang ausgerüstet, denn es ist ungemein hilfreich, wenn man schwerere Container oder Mülltonnen oder sowas heben kann, weil sich dahinter oft irgendwelche Zugänge zu Gängen, Löcher in Zäunen oder so befinden. Das fand ich auch in Human Revolution schon sehr hilfreich, deswegen habe ich hier diese Augmentierung auch gleich am Anfang ausgerüstet. Auf der rechten Seite kann man sein Inventar vergrößern. Ich habe das jetzt am Anfang auch irgendwann auf Level 2 gehoben, weil ich so ein Jäger und Sammler bin. Wenn man als Schleicher unterwegs ist, hat man sowieso nicht so viele Waffen dabei. Ich komme da eigentlich fast ausschließlich mit einem Betäubungsgewehr und einer Elektroschockpistole aus. Deswegen wäre es gar nicht notwendig gewesen, das hochzurüsten. Der kybernetische Waffenumgang, ja, den brauche ich eigentlich auch nicht, wenn ich nicht als Kämpfer unterwegs bin. Ich habe das so gelassen, wie es war und auch die Augmentierung nicht weiter ausgebaut. Das PEP-System habe ich jetzt auch nicht verwendet. Damit könnte ich eine Schockwelle auslösen, mit der ich dann einen oder mehrere Gegner betäuben kann. Den Einsatz dieser Waffe habe ich mir jetzt für den ersten Durchgang mal gespart, aber ich denke, wenn ich das Spiel jetzt noch ein zweites oder drittes Mal durchspiele, dann werde ich die sicher mal ausprobieren. Was ganz wichtig ist und was ich also empfehle, mindestens ab der Hälfte des Spieles dann komplett auszubauen, ist das Remote-Hacken. Damit lassen sich nämlich aus der Entfernung dann Kameras oder auch Lichtschranken zum Beispiel hacken. Leider geht es nicht bei Terminals oder Türschlössern, aber auch mal eine Lichtschranke zu hacken, um dann ungesehen da durchzukommen, das reicht ja auch schon. Diese Tesla-Lichtbögen, die habe ich mir jetzt mal geholt und wollte die mal ausprobieren, habe aber dann auch festgestellt, dass man dazu Munition braucht, die sehr selten zu finden ist und habe die auch nur ein- oder zweimal verwendet. Also ist zwar ganz nett, aus der Entfernung Gegner auszuschalten, aber ja, wie gesagt, ich habe es kaum verwendet und wahrscheinlich hätte ich es auch gar nicht gebraucht. Die Nano-Klinge habe ich gleich weggelassen, weil das eine tödliche Waffe ist und ich will ja nicht tödlich durch das ganze Spiel durchkommen. Wer aber hier den Kompass sucht und die Konfrontation mit den Gegnern, der sollte die unbedingt mal ausprobieren. Das Icarus-Landesystem habe ich mir auch gleich am Anfang geholt, eins meiner ersten Augmentierungen. Das erleichtert nämlich, aus hohen Höhen irgendwo runterzuspringen, ohne mühsam klettern zu müssen. Und wenn man unten irgendwelche Gegner noch betäuben muss, dann ist das auch gleich noch mit dabei. Den Quecksilber-Reflexbooster, den habe ich mir auch geschenkt. Ich weiß gar nicht, wofür der eigentlich gut sein soll. Der erhöht ein bisschen die Koordination und Stärke, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe den Sinn in dieser Augmentierung nicht so ganz gefunden. Das Typhoon-System, das kennen wir ja auch aus Human Revolution,
habe ich jetzt hier nicht ausgerüstet, obwohl es da eine tödliche und nicht tödliche Variante gibt. Aber auch hier braucht man wieder Munition, die nicht einfach zu finden ist. Die Kernoptimierung ist wieder was für jemanden, der gerne im Combat-Modus spielt. Deswegen habe ich mir die nicht geholt. Diese Augmentierung erlaubt es, die Zeit ein bisschen zu verlangsamen und man hat dadurch eben mehr Möglichkeit, zum Beispiel besser zu zielen. Der Icarus-Sprint, der erlaubt es einem über kurze Distanzen sehr schnell zu sprinten, habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht, weil ich ja eigentlich immer schleichend unterwegs war und in Deckung. Deswegen habe ich auch auf diese Augmentierung dann letztendlich verzichtet. Die Glasschildtarnung ist wieder was ich auf alle Fälle empfehlen kann. Damit macht man sich für kurze Zeit unsichtbar, braucht aber wahnsinnig viel Batterie. Deswegen habe ich hier auf der linken Seite nochmal den Baum um 1 ausgebaut, um ein bisschen länger unsichtbar zu bleiben. Also die Augmentierung lohnt sich auf jeden Fall, wenn man unbemerkt an Gegner vorbeischleichen will. Oder auch mal, um Lichtschranken zu überwinden, die man einfach nicht hacken kann. Die nächsten zwei Augmentierungen, das sind Thermalpanzerungen, Rhino und Titanpanzerung, habe ich auch nicht ausgerüstet, weil ich ja nicht im Combat-Modus spiele und deswegen auch keine Körperpanzerung brauche. Die letzte Augmentierung hier, die bezieht sich auf die Beine. Die habe ich um ein Level hochgerüstet. Damit kann man nämlich ziemlich hoch springen und erreicht damit Orte oder Lüftungsschächte, die sich ein bisschen höher an der Wand befinden. Sonst muss man sich da mühsam aus Kisten irgendwas bauen, auf das man draufklettern kann. Und so kann man das einfach durch einen Sprung erreichen. Die Augmentierung ganz unten, die würde die eigenen Schritte nochmal unhörbar machen. Das habe ich mir auch geschenkt, weil ich meistens in geduckter Haltung und ziemlich langsam unterwegs war und dadurch auch meine Schritte für die Gegner kaum hörbar waren. Das waren jetzt meine Augmentierungen, die ich so im Lauf des Spieles durch Praxiskits eben erworben habe. Alle sind jetzt auf Stealth ausgerichtet, das heißt auf das Schleichen. Den Combat-Modus habe ich mir hier nicht angetan. Vielleicht mache ich das in einem zweiten Durchgang. Aber ich bin mit meinen Augmentierungen ganz gut zurechtgekommen und hatte eigentlich auch am Schluss des Spiels kaum Probleme, brenzlige Situationen damit zu umgehen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Hebt euch am besten immer so 1 bis 2 Praxiskits auf. Wenn ihr dann in irgendwelche Situationen kommt, wo ihr nicht weiterkommt und euch denkt, oh, hätte ich doch die eine oder andere Augmentierung doch besser ausgerüstet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, die entsprechend nachzukaufen.